Mission complete. Na dann. Mission 14. Maybe if I move some of the ultralay over here. Nash. Oh, and I'll put some of those little tankies over here, goody. Oh no, they used the dual strike. Rah, boom crash. Nash. Nash. Pay attention. Stop playing games on the battlefield. Carelessness and leads to death. Don't be silly, it's just a game. No, really, I'm playing a game, see? And let me tell you this, boss. Totally hard, seriously. Get back on the lab. We've got company, and I've got another mission to attend to. You're on your own for this one. We can't afford to have anything happen to you. Yeah, stop worrying about me. I do have a brand new weapon to, you know, the Black Bomb. I'm more worried about the stupid boss battle, and I'm about to... Uh-oh. What now? I think I dropped something when I was walking around earlier. See, you're careless. What did you drop? Nothing vital, I hope. I don't remember. Probably just bolts or lint or an egg or something. I don't know, who cares? I don't want to look for it, let's just go. According to intelligence, the Black Bomb research lab should be right here. The Black Bomb? Hey, I remember that thing. Yeah, that's the one that almost wasted us on Barren Island. That's the one, it has got to be around here somewhere. Oh, Commander Rachel, I found this in a bush over here. Wow, what are you doing? You can't just walk around touching stuff. Could be a booby trap. And then you touch it and... Kaboom! Oh yeah! Oh no, I'm sorry, sir. I don't see a blasting cap or a trigger mechanism. Actually, it looks like a remote control for a toy car or something. The enemy is just ahead. Teehee, hello again and Sax. No one can have my Black Bomb. Closest you'll come is when I use it to blow all your smitherness. Back for more, huh, Lash? Teehee, hey Max. You're still cracking coconuts with that big head of yours. No one can defeat my scientific mind. All I have to do is press this button and... Huh? Oh, nuts! My remote's gone! Remote? Hey, Lash, could you possibly be talking about this? Hey, give it back! Give that back! Thief! Thief! Why should I give it back? Hey, are you losers asleep or something? The enemy took my Black Bombs! Don't you have any idea how long it took me to build all of those? What are we supposed to do about it? Ah, fine, forget it, I probably won't be able to use them anyway. It takes special kind of genius to master Black Bomb deployment. Okay, let's start the game. So, ja, wir haben eine ziemlich große Armee gegen uns und dafür gehören uns diese Black Bombs jetzt, weil Colin ja vorhin die Steuerung dafür gefunden hat. Und ja, das ist so eine Mission, da würde ich gerne Rachel mit dabei haben, einfach weil sie zusätzlich zu dem Black Bomb ihre Missiles da reinschmeißen kann mit ihrer Tech Power, also mit ihrer Supercore Power. Die andere Sache ist allerdings, bei Jake würde ich gern noch die Skills mal weiter ansehen, denn wir können jetzt einen zweiten Skill auswählen und wir haben außerdem zusätzliche neue Skills dazu bekommen. Ich zeige die mal kurz. Zum einen der APC Guard, das heißt, dass unsere APCs, sprich die TTPs, 10% mehr aushalten. Der Tower Power, das macht, dass alle Comtower zusätzlich 5% mehr Feuerkraft geben. Das heißt, wir kriegen für jeden Comtower 15% statt 10%, wenn dieses Talent drin ist.
und Sneaky. Das heißt, wenn unsere U-Boote tauchen, beziehungsweise, ja, gut, es ist eine neue Einheit im Spiel, die ebenfalls was Ähnliches kann. Jedenfalls, wenn U-Boote und Ähnliches getaucht ist, benötigen sie einen Benzinpunkt weniger. Das heißt, sie brauchen nur noch 4 pro Tag statt 5. Auch ganz nett. Sind lauter so Kleinigkeiten. Moment, ich glaube, ich muss mal kurz husten. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Die andere Sache ist, ich weiß jetzt nicht genau, was ich nehmen soll. Da es auf dieser Karte allerdings kommt, aber es gibt, nehme ich den hier mal mit. Ich kann die ja sowieso jederzeit umändern. Dann, wir haben diesmal keine zweite Armee. Also muss ich mit den beiden jetzt klarkommen. Ach ja, eine Sache noch. Rachel und Jake tauschen mal bitte. Ich möchte mit Jake anfangen. So. Mission 14. Last Test. Giant missiles, flying bombs. Black Hole sure loves weapons that self-destruct, but... Yes, that self-destruct, don't they? Maybe it's because they always leave the smell of gunpowder behind. I could dig that. It's kind of a nice smell. Ach, das kenne ich irgendwoher. Komische Gerüche, die man irgendwie trotzdem gerne mag. Wir müssen jetzt trotzdem erstmal die Bomben da rausholen und dafür benötigen wir ja. Eigentlich nur einen Kahili, der da die Pipes ihm aufsprengt. In der Zwischenzeit können wir die anderen beiden da hinten mit Artillerie und Raketenwerfern raussprengen. Das Gute ist, dass wir ebenfalls eine relativ große Armee haben. Wir haben vor allem ein paar Medium-Tanks und einen Neo-Tank, sprich Titanpanzer, dabei. Also dann, komm mal her, Lash. Schön große Armee. Steht so schön eng beieinander. Kann man alles auf einmal wegsprengen. So. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Jake spielen, haben wir ja nochmal 10% extra Angriffskraft, weil wir auf der Ebene stehen. So. Nachdem wir da jetzt so eine schöne Mauer errichtet haben, können wir die Artillerie schön dahinter stellen. Sowieso nicht wirklich brauche. Fangen wir mal an, den zweiten Kommentar zu capturen und capturen den ersten vor allem mal fertig.
damit wir schon mal 10% mehr Power haben. Das funktioniert doch alles schon wieder wie am Schnürchen. Einen sehr, sehr schönen Choke Point, den will ich gern ausnutzen. Moment. Hier können wir in der Zwischenzeit mal ein kleines Loch reinschießen. Der kommt da jetzt noch nicht hin, ist egal. Machen wir 31% Schaden auf das Teil. Okay. Dann darf das kleine Kätzchen mal wieder an die Reihe kommen. Sie traut sich schon gar nicht, den Medium Tank da unten anzugreifen. Die ersten. So that's the black bomb, huh? Pretty sweet. That thing has bomb written all over it. It's essentially a simple air unit without a main cannon or secondary guns. I think it's an unmanned weapon. We can control it from here with the remote. The controls are simple, so we should be able to move it like any other unit. Hey, let's try blowing one up. Isn't that dangerous? Maybe not. This is a new kind of weapon and I'm not familiar with it. Blowing one up is a good way to see how it performs. Gut, wir können da oben jetzt mal schön eine hochgehen lassen. Und zack. Wow, kaboom! I knew it. This is the same thing that destroyed our copters on the Barren Island. The bombs take 5 hit points from any unit within a 3 space square radius. Okay, now we know what these bombs, black bombs, can do. So, die würde ich aber mal auftanken, weil die haben nicht allzu viel Benzin. Und sie verbrauchen auch genauso viel wie ein Bomber oder Jäger. So, nachdem wir jetzt 2 von diesen schönen Towers haben, ist das hier überhaupt kein Problem mehr. Mit Jakes Bonus auf der Ebene. Macht mehr Spaß, wenn der da steht. Darf Rachel mal ran. Why are you looking? You're fighting me. Erste Black Bomb. Wir haben hier noch ein paar weitere. Und bitte mal explodieren. Und das können wir hier gleich nochmal machen.
damit ist ihre Armee schon ziemlich gut aufgerieben. Hier bitte nicht explodieren, weil die Dinger beschädigen auch eigene Einheiten. Können wir es mit, dem Rest ihrer Armee sehr, sehr locker aufnehmen. Das zweite sollst du fahren. Da hinten den Kampfpanzer kaputt schießen, aber ja. Bunker mich hier lieber noch mal ein bisschen. Und schieß nächste Runde noch vielleicht ein, zwei von diesen schönen Bömpchen da in ihre Armee rein. Ja, da oben kann ich jetzt schön was reinschießen. Und einmal bitte explodieren. Dankeschön. Und hier passt ja auch noch. Da erwische ich zwar, glaube ich, ein paar von meinen eigenen. Ja. Aber aufs Verhältnis kommt es in diesem Fall an. Das hat sich mehr als gelohnt. Da können wir auch noch schön reinfahren. Natürlich nicht vergessen dürfen, dass die Infanterie da hinten abschießen, bevor sie den Flughafen besetzt. Und den APC, weil er in Reichweite steht. Oh, das war ein Geräusch, das ich sehr gerne höre. Das bedeutet, dass die Spezialgabe voll ist. Können wir nächste Runde ja nochmal schön supern. Bei den Infanterieeinheiten habe ich, glaube ich, letzte Runde ein bisschen vergessen. Nachdem sie mir jetzt sowieso noch ein bisschen was kaputt macht. Vor allem, weil sie das jetzt hat. You really think that nobody like you can fight me? So. Einmal bitte Prime Tactics hier. Ja.
Attack Power komme ich anscheinend gar nicht mehr. Naja, mal schauen, was ich jetzt noch kaputt kriege davon. Jetzt weiter müsste ich da gern. Immer noch nicht. Jetzt haben wir es. War leicht sinnlos, aber das liegt daran, dass all ihre Einheiten auf 1 HP runter sind. Ja, so ganz sinnlos war sie ja doch nicht, fällt mir jetzt gerade noch so ein. Sorgt einfach nur dafür, dass sie vom nächsten Schlag garantiert stirbt. Das war nämlich noch Jakes Zug. Ich glaube, den brauchen wir gar nicht mehr. Oh man, this is so annoying. Now I have to make another remote. Hey, we found a blueprint for the black bomb. Nice work. Now we can develop our own black bombs. Works for me. Those bombs are stylish. Wahaha, it's like a huge fireworks show. It's like a huge fireworks show and everyone's invited. Yes, I suppose, but you can only use them once. Isn't that a waste? It's like you scratched that one fat bee that you'll never find again. I like it. I've got to master these things. Da gibt es 310 Punkte, weil wir noch zwei Pipe Seams zerstört haben. Das finde ich toll. Perfect, keep it up, Jake. That was sweet.